Nach 6 Stunden hat Josef Maria beobachtet, wie sie das Gesicht vor Schmerzen verzerrt hat, Tränen gegeben hat und dann um mich gelacht hat. Da hat er sie gefragt, was denn das zu bedeuten hätte. Und Maria hat erzählt, sie hätte zwei Völker gesehen. Zinta hat gebäget, plärt und war ganz traurig. Und darum hätte sie ja notgedrungen auch mitgebäget. Aber das andere, das sei voll Freude und Heiterkeit gsi. Und darum hätte sie müssen lachen. Später aber, als sie in die Nähe von Bethlehem gekommen sind, hat Maria zum Josef gesagt, dass das Kind in sie mächtig Familie zu bedrängen und dass sie es nicht mehr lange aushalte. Der Josef ist erklüpft, weit und breit an keine Herberge. Maria hat aber gesehen, dass da eine Höhle sei in der Nähe. Sie hat ein Gespür gehabt und hat auch Sachen gesehen. Und in dieser Höhle hat sie ja schon gewusst, dass das ein Notstall war für die Hirte. Dass sie dort auch wären Heu und Stroh finden, wo man ein notdürftiges Lager hätte machen können. Und so sind sie dort hingegangen. Die Söhne von Josef haben die Karre und die Tierchen versorgt. Und Josef selber ist auf den Berg gestiegen. Er wollte in der Stadt von seinem Vater eine Wehmutter suchen und sie reichen. Als der Josef aus der Höhle rausgelaufen ist, war es ihm ganz besonderlich zumut, was er dann später in seinen Söhnen erzählt hat. Als ich fortgegangen bin, da war es mir, als würde ich gar nicht gehen. Ich habe den aufgehenden Vollmond und die Sterne im Aufgang sowie im Niedergang gesehen. Und alles ist stillgestanden. Der Mond hat den Rand der Erde nicht verlassen. Und die Sterne am Rand der Erde sind nicht weiter gesunken, nein, sie sind am abendlichen Himmel stehen geblieben. Dann habe ich Scharen um Scharen von Vögeln gesehen, wie sie auf den Ästen der Bäume gesessen sind und alle in die Richtung der Höhle geguckt haben. Kein Geschrei und gar nichts, habe ich gehört. Nicht weit weg von mir habe ich die Arbeiter gesehen, die um eine Schüssel mit Speis und Trank gesessen sind. Sie haben die Hände in die Schüssel gegeben, aber sie haben nicht können essen. In ihren Gesichtern haben alle gegen Himmelwoche geguckt, als wie sie da grossartige Dinge würde ich sehen. Dann habe ich Schafe gesehen, die drüber gekommen sind. Aber die Schafe sind unbeweglich da gestanden. Und der Hirt mit dem Hirtenstab war auch erstarrt. Wie in der Luft, er konnte sich nicht mehr bewegen. Das Wasser im Bächli ist still gestanden. Es ist nicht mehr geflossen. Der ganze Erdboden hat ausgesehen, als hätten wir kein Leben und keine Bewegung mehr. Wenn ich so da gestanden bin, habe ich plötzlich doch etwas gesehen, was sich bewegt hat. Eine Frau ist vom Berg oben gekommen. Und was sie mir gefragt hat, was ich um die Zeit noch draussen will, habe ich erfahren, dass sie ja eine Wehmutter ist.